Ja, guten Morgen miteinander. Schaut jetzt einmal den schönen Panoramablick an. Ha. Ja, und da hinten irgendwo ist die Hölle, die wir heute suchen. Hallo zusammen, hier ist der Baschkräftmecke. Heute sind wir auf der Suche nach einem 8 km langen Höhlensystem. Oh, da hat es ja wilde Thymian. Das ist ein absolut faszinierender Blick. Der ganze Berg ist voller Löcher. Hau, hau! Geht das Materialseilbändchen rauf. Dann haben wir einen Blick auf die schöne Karstlandschaft oder Berg. So, der Mekka ist jetzt schon hier oben angekommen. Er weiss auch, wo die Hölle ist, dort bei dem Wasserfall oben. Aber er weiss noch nicht, wie er dort hinkommen sollte. Schauen wir mal! Über den Bach führt ein Brückli und nach dem Brückli hat es einen Pfad. Ist nirgendwo, oder? Zum Höhle. Das ist mitten in der Wand. Es ist sicher nicht der offizielle Weg. Schauen wir mal, ob wir rauskommen. So, nach stundenlangem, nein, stundenlang war es nicht, es war etwa eine halbe Stunde, drei Viertel, umirren im steilen Wald, bin ich hier auf ein Weg gestoßen, wo aussieht, wie wenn das von Menschen begangen wäre. Die Höhe hätte. Schauen wir mal. So, noch schnell einen schönen Panoramablick. Die Höhe hätte jetzt. Jetzt muss ich nur noch die Hölle finden. Die Hölle. Da oben ist die Flur. Gehen wir mal schauen. So, ich komme jetzt zu etwas, das von unten wie die Hölle ausgesehen hat. Ich bin aber 100 Meter zu hoch. Aber machen wir mal schon eine Pause, das Wasser. Mhm. Das Coole ist, die Hölle wäre da unten. Und das noch kühlere ist, ich bin ein Felsband. So. Ich habe mich jetzt ziemlich verirrt. Jetzt bin ich wieder auf einem Weg. Mal schauen, wo das hinführt. Warum führt das jetzt so? Komisch. Jetzt sieht es nochmal aus wie eine riesige Hölle. Wenn es nicht klappt, sieht es wenigstens so aus wie. Ganz eine schöne Balm. Mit Aussicht ins Tal. Und da habe ich jetzt wieder ein Weg. Ich weiss also nicht, vielleicht führt es runter. Das wäre dann auch egal. Aber ich hoffe, ich komme noch zur Hölle. Das ist schon der erste Erfolg. Da vorne ist das Höhlenbächli. Kann ich wenigstens mal meinen Durst löschen. Schaut mal, wie schön. Oh, der Wasserfall. Wunderbar. Super. Lohnt sich nur schon allein wegen dem. Schaut mal die schöne Bachlandschaft. Alles vermoost. Dort hinten kommt der Wasserfall runter. Ah, da muss ich noch hoch. Wir sind jetzt nochmal von einem wunderschönen Wasserfall. 150 Meter unter der Hölle. Am Arsch der Welt. Und dann trifft man auf so etwas. Eine Höhle überall. Ich glaube, wir sind am Ziel. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Geil. Liebe Leute, ich habe die Hölle erreicht. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe noch etwa eine Viertelstunde rein. Schauen wir mal. Juhu. Wir stehen jetzt in der Eingangshalle. Da läuft Wasser runter. Schauen wir mal hinten. Dann gehen wir ein Stück hinten. 8 Kilometer. Ich schaffe heute etwa 100 Meter. Cool, leck das zieht. So, da sind überall so Platten abgesprungen. So ein typischer Höhleneingang. Das System schon einmal geteilt. Ich bin hier in den Seegang reingegangen. Mal schauen, vielleicht ist da etwas Interessantes. Ich muss sowieso gleich wieder raus. Ist das gut. Da ist ein See. Ja, da ist der See. Da ist jetzt der See. Darum heisst er Seegang. Da komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ja, aber schau mal. Schau mal da so. Warte, jetzt muss ich das sehen. Schau mal da so. Wunderschön. Schau jetzt mal. Schön. Da unten ist der See. Hey, mega. Ja, da würde es dann irgendwie nass werden. Stimmt da jetzt im Windgang. Es zieht da wirklich einen übel kühlen Wind raus. Leck. Ah. Ja, nochmal ein Seele. Es zieht da wirklich wie gestört. Da hinten wird es schon wieder nass. Nasser sich. Es ist auf einem zugigen, nassen Gang. Es windet wie gestört. Man sieht da gerade Wellen. Da kehren wir um. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss wieder ins Tal. Und allein ist das zu heiss. Das ist aber eine coole Sache. Ha. Ah!
Pfui! Pfui! So, wir gehen jetzt auch Richtung Ausgang. So, fertig, lustig. Ja, es ist nicht etwas Spezielles gewesen. Man hätte da vielleicht weiter rein. 8 Kilometer, aber ich habe es gefunden. Das bin ich stolz drauf. Jetzt muss ich nur den Weg oben wieder finden. Dann bin ich noch stolzer. So. So, spezieller Hintergrund. Mal kein Alpenpanorama. Ich wollte eigentlich noch ein paar Aufnahmen machen, aber dann bin ich aus dieser Höhle rausgekommen. Dann habe ich gedacht, ich finde das Wägli, das dort ins Tal führt, das einzige Wägli über das Feldwald, aber es ist alles verwachsen, keine Chance. Dann bin ich 2 Stunden in dem Felsband rumgeirrt. Dann bin ich nochmal 400 Meter hoch und konnte dann links auf den Alp überqueren. Und von dort war ich nochmal 2 Stunden runter. Ja, manchmal ist halt der Passkräftemecke auch am Limit. Ja, es ist wie am Morgen, ich weiss, wo die Hölle ist. Ich bin in dieser Hölle gewesen, aber ich weiss immer noch nicht, wie man an diese Hölle ankommt. Ein Einheimischer hat mir gesagt, es gebe zwar einen Pfad, wo früher die alten Schafe dort hat, aber er könnte das nicht erklären und das sei ja schwierig zu finden eigentlich. Also, bevor ich nicht den Einstieg von dem Pfad habe, gehe ich nicht mehr dort durch. Aber es war cool, also ich bin jetzt wirklich müde, ich gehe jetzt duschen und ins Bett. Bis zum nächsten Mal! Ciao zusammen!